Guten Tag zusammen und willkommen zum Lightning Talk über die Standardoptimierung mit Free und Open Source Software. Mein Name ist Tim Ellersick und ich arbeite für eine kleine GIS-Schmiede aus Berlin, die sich GISOps schimpft. Wir haben uns auf Routing- und Optimierungsprobleme spezialisiert und versuchen die meistens mit Open Source Frameworks und Bibliotheken zu realisieren und umzusetzen. Heute geht es um die Standardoptimierung in a nutshell. Und bei der Standardoptimierung, die auch als Location Allocation für die Esri-Nutzer auch bekannt ist oder auch als Facility Modeling Problems auch bekannt ist, es geht immer darum, eine Metrik zu minimieren oder zu maximieren. Und es gibt eine ganze Fülle von Problemstellungen bei der Standardoptimierung. Zwei davon sind mehr oder weniger bekannt. Eins davon ist das Maximal Covering Location Problem und das andere ist ein Algorithmus, welches sich Location Set Covering Problem nennt. Beim MCLP, also beim ersteren, soll eine gegebene Anzahl, also eine fixe Anzahl, die vom Nutzer bestimmt wird, von Standorten gefunden werden, während die Nachfrage, also Haushalte zum Beispiel, in einer gegebenen Instanz maximiert wird. Ein typisches Beispiel ist der Einzelhandel, und dort soll die Erreichbarkeit von so vielen Haushalten wie nur möglich in n Minuten zu Fuß erreichbar sein. Beim Location Set Covering Problem attackiert man ein anderes Problem. Dabei geht es darum, die kleinstmögliche Anzahl von Standorten zu berechnen. Das heißt, der Algorithmus bestimmt selber, wie viele Standorte dabei rauskommen sollen, während die gesamte Nachfrage in einer ebenfalls gegebenen Distanz maximiert wird. Also das Beispiel hier wird zum Beispiel, also das Problem hier wird beispielsweise eingesetzt für Krankenhäuser, die in einer bestimmten Zeit von der Bevölkerung erreicht werden müssen, oder auch für Schulbushaltestellen zum Beispiel, die ebenfalls von Kindern und Schülern in einer maximalen Zeit erreicht werden müssen. Heißt, die Menge soll vorher nicht festgelegt werden, sondern der Algorithmus soll das selber die Standortmenge bestimmen. Um das mal ganz kurz zu visualisieren, habe ich hier eine kleine Animation erstellt. Also man sieht hier vier Standorte und man sieht hier vielleicht 20 plus minus Haushalte. Und wir setzen jetzt hier diesen MCLP ein, also diesen ersten, den ersten Algorithmus, den ich gerade vorgestellt habe. Und es geht dabei, finde die zwei Standorte, die größtmögliche Zahl von Haushalten, die, sagen wir mal, fußläufig 5 Minuten entfernt sein sollen, abdeckt. Und wenn man jetzt einfach nur drauf blickt und man muss zwei Standorte wählen, ist eigentlich ziemlich klar, welche gewinnen sollten. Wir müssen aber jetzt für diesen Algorithmus Input-Variablen berechnen und mit eingeben, und davon ist einer der wichtigsten eine Distanzmatrix. Das könnte jetzt eine Distanzmatrix sein, die euklidischen Distanzen einfach abbildet. Es könnte aber auch eine Distanzmatrix sein, die durch eine Routing Engine wie Valhalla oder Open Source Routing Machine oder Grasshopper oder Open Route Service und so weiter und so fort berechnet werden kann. Und jedes Haushalt und jeder Standort ist sozusagen eine Kombination. Wir haben vier Standorte, wir haben plus minus 20 Haushalte, das heißt, die Matrix ist 20 mal 4 groß. Jeder hat sozusagen seine Distanz. Und wenn wir sagen, 5 Minuten fußläufig, wie gesagt, würde der Algorithmus wahrscheinlich, das habe ich jetzt einfach nur visuell jetzt berechnet, diese zwei Standorte wählen. Ein paar Haushalte werden aus dem Raster fallen. Das ist ganz klar, weil die halt nicht in 5 Minuten die Standorte erreichen können. Aber wenn man jetzt diese 5 Minuten erweitert auf mehr, dann wird auch das Ergebnis sich verändern. Was ich jetzt im nächsten Schritt hier zeigen möchte, ist eine Bibliothek, die wir jetzt seit geraumer Zeit auch nutzen. Die nennt sich Paizal, kennen wahrscheinlich viele von euch. Oder davon gibt es ein Submodul, was sich Spatial Optimization nennt, also SPOPT. Wird maintained von vier aktiven Kontributoren aus Wissenschaft und Forschung. Es gibt rege Diskussionen auf GitHub, man kann Fragen stellen, die sind total hilfreich, können wir nur empfehlen. Es geht weiter mit einem kleinen Jupyter-Demo. Angenommen, wir möchten zwei Currywurstbuden in der Innenstadt von Marburg bauen, wissen aber nicht genau wo und haben vier potenzielle Standorte, wissen aber auch eigentlich, wo die Haushalte sind und wissen auch, wie die Kaufkraft dieser Haushalte aufgebaut ist, heißt also, wie gerne sie Currywürste essen. Wenn wir jetzt einfach mal random Haushalte generieren hier, das sind jetzt 50 in der Zahl in der Innenstadt von Marburg, und wir haben auch vier potenzielle Standorte für diese Currywurstbuden, wissen nicht, welche zwei wir davon wählen sollen, können wir uns dem MCLP-Algorithmus bedienen, welches ich eingangs beschrieben hatte.
Wir brauchen eine Distanzmatrix, die wir mit Valhalla berechnen können, gefördert von der Foscis e.V. Und wir müssen dem Solver auch sagen, was diese Maximum Acceptable Service Duration ist, also wie weit weg sind denn die Leute fußläufig von der Karibusbude. Also wir gehen jetzt mal hier einfach von Minuten aus als Distanz und jetzt nicht in Kilometern, das heißt 600 Sekunden. Und die Gewichte, die setzen wir jetzt alle auf 1, weil man könnte auch gewichtete Variablen hier bestimmen. Das heißt, die einen essen vielleicht lieber Karibus als die anderen. Machen wir jetzt aber nicht. Und dann rufen wir MCLP auf von der SPOPT-Bibliothek und übergeben unsere Variablen, Cost Matrix, die Weights, die 600 Sekunden Maximum Coverage und dann unsere zwei Standorte, die gefunden werden sollen. Lassen Solve rennen und plotten das mal auf die Karte und finden hier unsere optimierten Karibusbuden dank SP-Opt und Valhalla. Also ich hoffe, dieser Lightning Talk hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich auf Anregungen und Feedback und wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Foscis.